In Markus 9 haben wir wieder ein paar sehr bekannte und bedeutende Geschichten. Es geht damit los, dass Jesus auf einem Berg Mose und Elia begegnet. Und danach, als er von dem Berg zurückkommt, begegnet er seinen Jüngern, die da gerade versucht haben, einen Dämon auszutreiben. Und diese zwei Geschichten zeige ich euch als erstes wieder als Bibelcartoon. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg. Als sie weit oben angekommen waren, begann sich Jesus plötzlich zu verwandeln. Sein Gesicht fing an, hell zu strahlen wie die Sonne, und auch seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal tauchten Moses und Elia auf. Das sind sehr wichtige Personen, die viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt hatten und die Menschen damals geleitet und ihnen von Gott erzählt hatten. Jesus unterhielt sich mit ihnen. Als Petrus sah, was da passierte, war er begeistert. »Jesus, lass uns alle hier bleiben. Ich werde gleich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Er war noch nicht ganz fertig mit seinem Vorschlag, da kam eine Wolke und verdeckte ihre Sicht. Gleichzeitig hörten sie eine Stimme, die sagte, »Das ist mein Sohn, den ich liebe und mit dem ich sehr zufrieden bin. Hört auf das, was er euch sagt.« Danach verschwand die Wolke wieder. Moses und Elia waren verschwunden und Jesus sah wieder ganz normal aus. Anschließend bringt Jesus seinen Jüngern noch ein paar Sachen bei. Er kündigt zum Beispiel das zweite Mal seinen Tod an und die Jünger verstehen es wieder nicht. Und er zeigt den Jüngern, dass Gott teilweise andere Maßstäbe hat, als sie gewohnt sind. Und dazu gibt es ein paar kleine Bibelcartoon-Geschichten, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Einmal stritten sich die Freunde von Jesus, die Jünger. Wer von uns wird wohl in Gottes neuem Königreich der Wichtigste sein? Bestimmt ich. Weil ich immer sofort bereit bin, alles für Jesus zu tun. Nein, bestimmt ich, weil er gesagt hat, dass er mich besonders lieb hat. Ach Quatsch, bestimmt ich, weil ich mal genau wissen will, wie er die Dinge meint. Was meint ihr, warum er mir die Verantwortung über unsere Finanzen anvertraut hat? Bestimmt, weil er mir besonders vertraut. Jesus bekam das mit und rief sie deshalb zu sich. Als sie versammelt waren, holte er ein kleines Kind zu sich. So, sagte er, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie dieses Kind, wird keiner von euch überhaupt in Gottes Königreich kommen. Wer von euch der Wichtigste sein will, soll sich so klein machen wie ein Kind und alle anderen höher schätzen als sich selbst. Wer ein Kind aufnimmt, weil er mich liebt, der nimmt auch mich auf. Einmal kam Johannes ganz aufgeregt zu Jesus. Jesus, wir haben heute jemanden getroffen, der in deinem Namen Menschen von bösen Geistern befreit. Sollen wir ihm sagen, dass er das lassen soll? Nein, entgegnete Jesus. Er tut ja nichts Böses. Und wer nicht gegen uns ist, ist auf unserer Seite. Wer euch oder irgendwem, der zu mir gehört, etwas Gutes tut, wird von Gott dafür belohnt werden. Als Abschluss von Markus 9 fordert Jesus seine Jünger auf, sich nicht zum Bösen verleiten zu lassen und auch niemand anderes dazu zu verleiten. Und diesen Abschnitt liest jetzt nochmal Amelie aus der Volksbibel für euch. Je, eins will ich euch sagen. Wenn irgendjemand das tiefe Vertrauen zerstört, das ein Mensch in mich hat, für den wäre es besser, er würde mit einem Betonklotz an den Füßen ins Meer geworfen werden. Und wenn dich deine Hand zu Sachen verführt, die Gott nicht gut findet, dann säg sie lieber ab. Lieber einarmig im Himmel, als mit beiden Händen in der Hölle. Und wenn dein Fuß dich dazu bringt, Sachen zu tun, die Gott nicht gut findet, dann säg ihn lieber ab. Besser einbeinig im Himmel als zweibeinig in der Hölle. Und wenn dein Auge dich dazu verführt, Sachen zu machen, die dich von Gott trennen würden, dann reiß es lieber raus. Besser einäugig im Himmel als mit beiden Augen in der Hölle. In der Hölle ist es total ätzend, du wirst dort ohne Ende Schmerzen haben. Keiner wird um den Check seines Lebens rumkommen können, alle müssen einmal durch dieses Feuer.
Das ist die Vorbereitung, und so bekommst du auch Auswirkungen auf deine Umwelt. Es ist generell gut, Auswirkungen auf seine Umgebung zu haben. Aber was geht dann, wenn ihr nicht mehr auf andere abfärbt? Geht gut miteinander um. Das ist wichtig.